Hola, como estás, señorita? Ich check auf Snapchat, was du machst. Was du machst. Ich zeig dir die schönsten Orte auf der Welt. Hast du schon gepackt? Hast du schon gepackt? Señorita, mein Adriana Lima. Du hast dich nicht so wie FIFA. Treff uns auf Molo, komm, Shisha, Viva. Wieder locker, Mama, Sita. Spruch uns mit der Visa. Direkt ein Flug nach Costa Rica. Ich fahr im Bentley, du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fahr mit Jetski. Schenk deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Ja, weiter. Add mich bei Snapchat, schick deinen Ex weg. Bist du bei mir, hau ich dich direkt weg. Ich schick deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Señorita, sag mein Adriana Lima. Du machst mich nicht so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva, wieder locker Mamacita. Ich buch uns mit der Visa. Direkt zum Flug nach Costa Rica. Applaus! Pietro! Wo kommst du denn her? Pietro Lombardi, ladies and gentlemen! And gentlemen. Ja, komm mit! Ja, nimm mit! Pietro Lombardi! So geil ist hier! Ah. Ey, geil, dass du da bist. Ich freu mich. Ey, Señorita, das ist der Hit des Jahres, Mann. Wie viele Millionen Klicks auf YouTube gerade? Boah, mittlerweile, ich glaube, 45 Millionen ungefähr, ja. Ist schon krass, hätte ich nicht gedacht. Also, Call My Name hatte 2 Millionen. Das ist schon crazy. 45 Millionen Leute haben das geklickt. Das ist mehr als jeder zweite Deutsche. Ja, ist crazy, ne? Meinst du, die Merkel ist dabei? Ich glaube schon, ich glaube schon. Unter der Dusche, Señorita. Ich glaube, die Merkel ist am Start. Ich find's toll, dass du hier bist. Du bist echt so ein authentisch cooler Typ. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Man begegnet sich ja immer wieder. Und ich muss immer sagen, das ist echt so ein Phänomen. Weil okay. Weil DSDS-Gewinner. Also, ich glaube, 4 Minuten nach der Bekanntmachung weiß man schon nicht mehr, wer der Typ ist. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wer hat die aktuelle Staffel gewonnen? Ich verfolge es nicht mehr so, aber auf jeden Fall hat jemand gewonnen, definitiv. Wann hast du gewonnen? 2011. 2011 hast du gewonnen, 6 Jahre später immer noch am Start, wie so. Warum? Warum bist du länger am Start als der letztes Mal gewonnen hat? Ach, ich weiß selber nicht. Ich glaube, am Ende des Tages muss man einfach Mensch bleiben. Viele vergessen das so und ich bin einfach normal, glaube ich. Ich hoffe zumindest. Du bist ein normaler Typ. Ich find's geil. Was mich interessiert ist, wie bist du eingerichtet zu Hause? Wie lebt so ein Pietro Lombardi? So, wie sieht das aus bei dir zu Hause? Wie du auch, glaube ich. Zu Hause steht der Fernsehen, abends schaue ich mal rein und dann koche ich, morgens gibt's Frühstück, alles normal. Was steht bei dir also am Bett? Hast du so eine, immer Schwipschwap Zero. Kennst du das? Schwipschwap Zero am Bett. Am Bett. Ich werde nachts überwacht und habe so, kennt ihr das? So nachts immer Durst. Ja, das kenne ich. Aber dass man dann Schwipschwap Zero am Bett hat. Wirklich. Vor allem, ich esse den ganzen Tag nur Mist und dann Hauptsache Schwipschwap Zero. Aber abends Zero ist dann. Das hast du dann gut gerettet. Ich weiß auch nicht warum. Schmeckt eigentlich ganz gut. du hast mal richtig gepumpt und dann hast du danach Burger King gegessen. Ne? Ja, das war doch mal so ein Ding von dir, oder? Ich bin eigentlich wirklich jeden Tag da. Ich weiß auch nicht warum, aber. Du bist jeden Tag bei Burger King? Einfach, ja. Jeden Tag. Und was isst du am liebsten bei Burger King? Chicken McNuggets und Chicken Rings. Chicken McNuggets von Burger King? Ja. 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 Aha. Hey. Du passt auch gut auf. Richtiger Fuchs, ey. Mir wäre das gar nicht aufgefallen, ey. Ganz ehrlich. Aber egal, weiter geht's. Ich finde... Überragend. Du handelst einfach, du denkst nicht groß nach, du machst einfach, oder? Ja, ich glaube, das Beste ist einfach zu machen.
Du, Senorita, war das auch eine spontane Sache? Das war richtig spontan, wirklich. Ja? Also Kay hatte mich angerufen und sagt, ey, hast du Bock auf einen K-1? Song? Genau, ja. K-1? Ja, genau. Ich sag Kay. Okay. Also wie ist das? Auf jeden Fall, dann sind wir ins Studio, haben den Song zusammen geschrieben und dann... Wie lange habt ihr an dem geschrieben? 8-9 Stunden. 8-9 Stunden? Ja. Für einen Song? Ja. Und dann hat er 45... Ja, Kay ist auch, K-1 ist auch wirklich ein brutaler Textemacher. Deswegen ging das auch alles ein bisschen schneller. Von mir kam halt Senorita, war meine... und Costa Rica. Geil. Aber guck mal, 8-9 Stunden Arbeit, 45 Millionen Klicks bei YouTube. Eins in den Charts, Gold gegangen jetzt. Gold gegangen und das für 8-9 Stunden Arbeit. Das ist also, hier sitzt die absolut menschgewordene Effizienz. 8-9 Stunden Arbeit, danach zu Burger King, 45 Millionen Klicks. Und was esse ich bei Burger King? Chicken McNuggets.